Also, Claire Obscur Expedition 33 First Look Gameplay wird auf die PS5 erscheinen. Ich weiß nicht, auf welche anderen Plattformen. Ich hab Bock. Rundenbasierte Kämpfe im modernen Gewand. Mehr muss man nicht wissen. Mehr muss ich nicht wissen. Ich bin hooked. Also mal schauen, was das Gameplay so zu sagen hat. So, mal gucken hier. Oh ja. Oh ja, das drehen wir mal richtig hoch. Das sieht aber auch scheiße geil aus. Das muss man ja auch noch dazu sagen. So, ich mach mal ein Ticken leiser. Es sieht verdammt gut aus. Auf den ersten Blick. 68. Elodie's Expedition. You know the commanders of every expedition. Expedition 68. Their boat was blown into the air by a storm. Lumiere lost sight of it, but assumed they crashed on the continent. And they survived. A storm, at least. All right, let's keep moving. We found the weird corals. Mael must be close by. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Scheinbar in so einer Unterwasserwelt. Looks like a different species. Doesn't matter. They're between us and my own. Was mir sofort aufgefallen ist, meine, es kann noch überarbeitet werden, alles kein Problem. Lange Ladezeit in den Kampf rein. Das war jetzt so mein erster Eindruck. Ganz, ja, man auf ganz hohem Niveau. Kacke, Alter. Das knallt aber ganz schön. Das knallt aber ganz schön. Da muss ich nochmal kurz hier zurück. Also, was haben wir denn? Wir haben Item Skill Attack. Muss ich nur eine Taste drücken. Dann habe ich wieder die Möglichkeit, einzelne Tasten zu drücken. Healing Light. Emulation. Immolation. Risky Fire Damage that applies Burn Hit. Und Earth Rising. Low Earth Damage to all enemies. One Hit. Und dann haben wir noch Icelands Thunderfall. Was macht sie? Sie macht Earth Rising. Und dann muss das Ganze noch getimed werden. Also das, ich habe währenddessen, während der angreift, habe ich die Möglichkeit zu parryen oder zu dodgen. Jeweils mit einer Taste. Und das sah verdammt schnell aus, wie der Gegner angegriffen hat. Wenn man sich das nochmal anguckt. Ich glaube, das wird schwer sein zu mastern. Also das sah jetzt heftig aus. Das alles so wegzudodgen und dann zu parryen. Also der Gegner hat nicht langsam angegriffen. Das könnte. Huch. Das könnte anstrengend werden. Ach, wunderschön. Wunderschön. Ist das. Sieht das aus. Over there. A hut. Slow down. We don't know what's inside yet. Die Musik ist auch ganz nett, so vom ersten Hören. Sehr entspannt. Dudelst im Hintergrund, aber zur Atmosphäre passend. Melancholy beauty. A lone outpost of humanity nestled amongst the corals. A sailor lost at sea. A resident cynic is now. Wouldn't expect a Cartesian engineer to understand beauty. Okay, das zeigt jetzt so ein bisschen, wie man sich bewegt in der Oberwelt.
Beziehungsweise in einem Dungeon, da muss man ja sehen, wie die Welt aufgebaut ist. Aber man kann Items finden. This should help. Welt oder das Gebiet sieht ja erstmal schon sehr schön aus, ne? Also es ist nicht schlecht gemacht. Das sieht nach Bossfight aus, die Area. Ich habe genug Games gezockt in meinem Leben. Das ist der dicke Boss, aber da war die Ladezeit jetzt deutlich schon schneller in den Kampf hinein. Der Goblu. Find schön, die haben gleich den Lebensbalken oben mit angezeigt. Und jetzt... Alter, musst du aber richtig Timing haben. Ach du meine Nase. So, was hat er jetzt hier? Weil der ballert rum. Overcharge, High Lightning Damage based on the amount of charge hit. Lumiere Assault. Marking Shot. Applies Mark. Eieiei. Oh, ist das sie? Oh Gott. Ich sehe so viel hier auf einmal. Links sieht man die Reihenfolge, wer wann dran ist. Das ist auch sehr cool. Gibt ihnen auch nochmal so eine taktische Komponente mit rein. Eieiei. Ich sehe hier gerade ganz viel. Naja. Gucken wir mal. Oh, was hat sie? Sie ist wie eine Fechterin. Offensive Switch, Spark, Percy. Oh Gott. Keine Ahnung, wer darüber spricht. Frag mich, was das da rechts ist. Ne? Swift, Stride, Floret, Fury. Floret, Fury. Sind das Tag-Team-Angriffe oder... Hm. Also man sieht die blauen Icons. Da rechts drüber, 213 zum Beispiel, das sieht man dann unten, rechts unten bei deren Lebensanzeige, dass dann die blauen aufgebraucht werden. Ich lass mal laufen. Das mache ich mal. Das war ein sehr harter Cut in der Musik gerade, was mir auffällt. Da muss ich nochmal reinhören. Das war ja ein sehr harter Cut. Hier ist auf einmal elektrisch. Hier, bis hier haben wir... Haben wir so richtig so... Ja, so dieses epische Bossmusik, ne? So mit so klassischem Thema. Das ist noch alles so, wie man eine Bossmusik kennt. Und jetzt geht auf einmal geht's hier mit Elektro weiter. Hat er nicht richtig geparried. Oh, jetzt ist schon Endphase. Gedodged. Oh, sie macht jetzt... Ein Special. Oha. Oha, ist das fett inszeniert. Gustav, wait. It seems peaceful. As long as we don't touch the flowers. Yeah, let's not get too sentimental. It's still a painter's creation. Gott, sieht das gut aus. Meine Fresse. Also die Gesichter sehen doch fett aus. Putain! Damn, Maya, what was that? It felt familiar somehow. Gustav, we won't understand what's going on if we kill everything that moves. The Gestral village must be ahead. You know what Nevrons are capable of. She'll be fine. She'll be fine.
Ja. 2025. Gott. Auch 2025. Was ist denn los mit euch, Leute? Was ist denn los? Was wird denn das für ein Jahr nächstes Jahr? Was wird nächstes Jahr für ein Jahr? Alter Vater, das sieht nicht schlecht aus. Das sieht echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Optisch? Und vom Kampfsystem? Ich denke, man muss da so ein paar Kombos von den Bossen lernen, um die richtig zu dodgen oder zu parryen. Ich glaube, da geht einiges. Das heißt, einiges abverlangt. Und auf jeden Fall sieht es sehr, sehr schmackhaft aus, das Kampfsystem. Und ich würde behaupten, rundenbasierte Kämpfe sind nicht tot. Lang lebe rundenbasierte Kämpfe. Das sieht auf jeden Fall knackig aus. Knackig, weil man einiges zu tun hat. Sehr actiongeladen auch. Dadurch, dass man ausweichen muss. Dadurch, dass man die Angriffe noch zusätzlich timen muss. Und es sieht sehr fett inszeniert aus, die Kämpfe. Ich glaube, wenn da noch die Fähigkeiten hinzukommen, kann das richtig scheppern. Dass da geile Sachen möglich sind. Storymäßig kann man jetzt noch nicht so viel sagen, ne? Alles ein bisschen geheimnisvoll. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher so eine bisschen philosophische Richtung mit einschlägt. Bisschen, ich sag mal so, weichgespültes Palaver, was da so immer mit durchkommt. Ja, muss man sehen. Muss man sehen, aber es sieht auf jeden Fall interessant aus, auch von der Welt. Musik war auch gut. Bis auf einmal dieser Schwung zum Elektronischen. Der hat irgendwie nicht ganz gepasst. Fand ich gerade ein bisschen fehl am Platz, aber ansonsten scheint das ein gutes Ding zu werden. Wird auf jeden Fall auch auf die Liste gesetzt und notiert. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Und ich bin gespannt, was man bis zum Release noch so sehen wird von dem Spiel. Lassen wir uns überraschen. Das ist ja das, worauf ich scharf bin. Geiles, rundenbasiertes Kampfsystem in einem modernen Gewand. Und hoffentlich zeigen die den Leuten auch, ey, rundenbasierte Kämpfe sind nicht tot. Das wird ja auch tot geredet, dass es aus der Zeit gefallen ist. Aber ey, es ist modern, wenn man es modern macht.